Guten Tag, liebe Freunde der Columbia River Knives and Tools. Ich möchte euch heute mal zwei Messer von dieser Firma vorstellen. Kurz CRKT. Und wir schauen uns erstmal hier die grüne Verpackung an. Wir haben auf der Vorderseite das Logo und nein, das hier ist nicht von mir. Das war so im Laden. Da stand das Messer dann drauf, das seht ihr dann auch gleich. Dann hier Confidence in Hand, also Vertrauen in der Hand. Dann haben wir hier das CRKT-Logo nochmal. Dann hier das Recycle-Logo. Ja, das Symbol dafür, dass man es recyceln kann. Dann hier die Webseite crkt.com. Dann hier eine Beschriftung für irgendwas. Hier haben wir nochmal das Logo und hier haben wir einen Barcode. Auf der Rückseite haben wir nichts und ich würde sagen, wir machen das Messer mal auf. Und zum Öffnen benutze ich heute mal mein Elite Force Messer. So, machen wir es einfach mal auf. Gucken wir mal rein, was ich mir da so geholt habe. So. Ja, hier sieht man nochmal die ganzen Einstichlöcher. So, da kommen wir gleich dazu. Erstmal gucken wir an, was wir noch so als Beilagen haben. Und wir haben gut verpackt. Wartet kurz. Wir haben hier eine Art Adapter für diese Messerscheide hier. Da kann man sich das dann bestimmt auch so ein bisschen an den Gürtel machen. Also ja, das ist wahrscheinlich so ein Gürtelträger, dann kann man sich das hier so festschrauben. Das werde ich danach auch gleich mal ausprobieren. Und wir haben noch was hier drinne und zwar ja, was zum Lesen und noch sehr viele andere Produkte von der Firma CRKT. So, machen wir das mal ganz auf. So sieht es dann aus. Falsch rum. So sieht's dann. Ne, jetzt ist es falsch rum. Okay, ja. Ne, hier. So, das hier ist jetzt die erste Seite, dann ist das hier die Rückseite. Und auf der anderen Seite haben wir dann noch mehr Messer. Ja, das hier sind die ganzen Produkte, die werden auch irgendwann mal vorgestellt. Egal, ja. So, räumen wir das hier erstmal weg. Kommen wir mal zum Messer. Hier haben auf der Messerscheide haben wir hier noch einen Aufdruck und zwar hier das Logo und CRKT. Auf der anderen Seite haben wir nochmal genau dasselbe stehen und hier sind dann so die Löcher für das Band, was hier jetzt momentan drin ist. Aber man könnte es auch hier durchfädeln, aber das mache ich jetzt nicht. Holen wir das mal raus. Das hier kann auch erstmal zur Seite und so sieht das Messer aus. Es ist wirklich in diesmal nur ein sehr kleines Messer. Das könnte man so in der Hand verschwinden lassen. Aber ich würde es jetzt nicht empfehlen, das könnte auch zu ein bisschen Schienen in der Hand führen. Okay, wir haben auf dieser Seite hier einen sehr großen Aufdruck und hier steht wieder CRKT. Und auf der anderen Seite haben wir Karamin und darunter False Design, also ja. Hier an der Seite haben wir dann wahrscheinlich nochmal die hier die Nummer für das Produkt, wo also das wievielte das davon ist. Und wir haben hier nochmal sehr schöne Griffschalen mit Schwarz und Grün, die an dem Messer selber verschraubt sind. Wir haben hier oben ein paar Jimpings, die auch wirklich das tun, was sie halt sollen. Und zwar, dass den Daumen nicht abrutschen lassen. Hier hinten haben wir noch ein Band und ich gucke mal kurz, was hier das für Material eigentlich war. Und zwar haben wir hier bei der Klinge den 5CR15 MOV Stahl. Das ist ein komplizierter Name für einen Stahl. Und bei dem Griff handelt es sich um Mikrata. In der schwarz- und grünen Färbung. Ja, das Band, das weiß ich gerade nicht genau, aber ja, egal. Wir haben hier Torx-Schrauben, die den Griff dran halten. Und ja, und man spürt hier auch keine Kanten. Das finde ich auch sehr schön, dass sie das so angepasst haben. Genauso wenig wie hier. Obwohl hier spürt man einen kleinen Rückstand. Sieht man vielleicht sogar. Ist jetzt nicht weiter tragisch für mich.
So, dann kann man das hier so damit arbeiten. Wir machen mal einen kurzen Schnitttest. Und dann nehme ich einfach jetzt mal so einen Zettel. Okay, also ganz scharf ist es nun nicht. Ich hatte es vorher noch nicht benutzt. Ich weiß jetzt nicht, wie oft man es im Laden schon ausprobiert hat. Ich gucke aber mal, ob es wenigstens spitz ist. Oder vielleicht ist das Papier halt auch einfach scheiße. Ich weiß es nicht. Aber es schneidet nicht. Aber scharf und spitz ist es eigentlich, wenn man ein bisschen rumprobiert. Also spitz ist es und ja, schneiden kann es doch. Dann ist wahrscheinlich die Klinge hier nicht ganz so scharf hinten. Aber ist jetzt erstmal egal. Trotzdem sieht es noch schön aus. So, dann öffnen wir auch gleich mal das. Dann gucken wir uns auch gleich mal das nächste an. Und zwar haben wir hier auch wieder ein paar sehr schöne Sprüche drauf, für die, die dienen, und darunter für professionelle Arbeit oder für professionellen Gebrauch. Dann hier nochmal das Logo und CRKT. Hier geht es schon wieder auf. Dann haben wir hier wieder die Webseite www.crkt.com und dann halt nochmal, was es bedeutet. Und hier nochmal das Recycle-Bild. Hier haben wir nochmal das Logo und auf der anderen Seite haben wir wieder den Barcode und hinten haben wir wieder nichts. Okay, dann machen wir es einfach mal auf. So, beide Messer haben übrigens so um die 40 € gekostet und den Link werde ich natürlich auch in die Videobeschreibung packen. Das hier ist das gute Stück. Und das hier ist nochmal das Zubehör. Das werde ich jetzt nicht nochmal auspacken. Das ist nämlich genau das gleiche wie beim anderen. Und das hier müssen wir jetzt auch nicht nochmal anschauen. Da kommen wir eigentlich direkt zum Messer. So, wir haben hier wieder so eine Messerscheide. Diesmal nicht mit einem Aufdruck, aber auch wieder mit einem Band, was hier hinten zugeknotet ist. Und was man sich dann hier so schön um den Hals hängen kann. Ja. Und wir haben hier ein Material. Also es ist eigentlich genau das gleiche. Aber ich lese es trotzdem nochmal vor. Wir haben hier bei der Klinge 5CR 15 MOV Stahl und bei dem Griff handelt es sich wieder um Micrata. Was ein schöner Name, ja. Wir haben eine Tanto-Klinge hier vorne, das andere war ein Karambit, was den Namen Keramin trägt und das hier ist jetzt das Minimalist Falls und hier steht wieder die Artikelbezeichnung, die Nummer. Und das hier ist nochmal das Logo. Wir haben hier oben wieder Jimpings, die auch das halten, was sie versprechen. Und zwar meinen Daumen. Hier kann man wirklich nur sehr schwer abrutschen, wenn man hier drückt. Und sie tun auch nicht weh. Also es gibt auch manche, die sind so hart gezackt, dass wenn man sich hier dann so, wenn man dann hier so arbeiten möchte, dass man sich dann den Daumen noch einschlitzt. Das ist auch ein bisschen blöd. Ja, dann haben wir hier diesmal eine bessere Verarbeitung als beim anderen. Hier bleibt man irgendwo hängen, das ist wirklich super gemacht. Dann haben wir hier wieder ein Band. Der Griff ist auch wieder verschraubt. Und wir gucken einfach mal, wie scharf das hier ist. Dann hole ich mal kurz hier mein Blättchen raus. Oh, ja. Und ist auch spitz. Ja, also es hat ein bisschen Probleme reinzukommen. Okay, hau nicht ab. Ja, das ist scharf. Das ist sehr scharf. Also ich glaube mal, das wird mein neues Arbeitsmesser. Oh ja, jetzt hat es hier ein bisschen abgerissen. Und okay, spitze ist es doch. Aber nicht zu sehr wie das Keramit. Das Keramin, meine ich. Okay. Ja, so sieht das Blatt danach aus. Ein bisschen chaotisch. Aber jetzt kommen wir mal kurz zu den Negativpunkten. Und das wäre einmal diese großen Aufdrücke hier auf der Klinge. Also ich finde, der Name, den müsste man jetzt nicht unbedingt mit auf die Klinge oder beziehungsweise auf das Messer drucken. Das reicht, wenn man das dann vielleicht hier auf die Scheide von dem Messer oder vielleicht auch auf die Verpackung von dem Messer drauf macht. Oder irgendwie so, aber auf der Klinge, nee, da mag ich das nicht so. Außerdem ist das viel zu groß für diese kleine Klinge, dieser Aufdruck. Und hier vorne haben wir. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Okay, das war noch Dreck.
Ich dachte schon, da wäre die Klinge kaputt gewesen. War sie zum Glück aber nicht. Das hier, das hätte man eigentlich ein bisschen kleiner hier oben in diese Ecke tun können. Aber naja, ich finde das jetzt ein bisschen schade. Ich meine, die Klinge hat jetzt hier auch so einen Matt-Look. Und da hätte man das eigentlich auch wirklich mal in die Ecke tun können. Hier, das hier zum Beispiel, das fällt fast nicht auf. Das ist eigentlich super gelöst worden. Das hätte man zwar auch hier irgendwie so hinten dran machen können. Da hätte es noch weniger gestört, aber okay, ist okay, gut. Ja, und es ist halt bei dem anderen genauso. Hier steht der Name vom Messer, dann nochmal False Design und hier halt nochmal das ganz kleine, der Aufdruck fürs Messer. Und so müsste es eigentlich sein. Nicht so hier, sondern so. Und hier ist das genauso. Also das hätte man dann ruhig hier oben platzieren können. Ich weiß nicht, was das soll. Dadurch ist die Klinge halt einfach nur schmutzig. Und das finde ich schade eigentlich. Das könnte man ruhig mal überarbeiten, wenn man mich fragt. So, okay, aber ich möchte mich jetzt nicht weiter darüber aufregen, dass die Klinge bedruckt ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Viel Spaß mit den Messern, wenn ihr sie euch holt, wenn ihr euch die holt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, und so sieht das dann übrigens auch aus, wenn man hier dieses Gurtteil anmontiert hat. Wofür man übrigens Kreuzschrauben braucht und keine Torx-Schrauben, was mich ein bisschen verwundert hat, weil sonst ist ja eigentlich hier nur Torx-Schrauben dafür brauchbar, aber nee, hier wurde es mal anders gemacht. So sieht das dann aus, kann man sich dann hier so schön einen Gürtel machen und dann kann man es sich so rum oder so rum dran machen. Aber ich glaube, man macht sich das dann so eher nach unten. Das Messer kann ja eh nicht rausfallen, es sei denn, das macht man halt so kaputt, dass das Messer hier nur rausrutscht. Aber nee, man braucht halt schon ein bisschen Kraft, um das da rauszubekommen. Ja. Also, so schnell geht das halt nicht raus. So, okay, das wäre es dann eigentlich auch zum Video.